Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir spielen hier einfach mal weiter. Ich habe zwar eine lange Zeit leider erstmal keine Folgen hochgebracht, aber jetzt bin ich wieder am Start und heute gibt es mal wieder eine Folge für euch. Heute ist auch ein besonderer Part, kann ich mal so sagen, denn ich habe einige News für euch, die... sage ich mal, mein Leben und mein Spielverhalten betreffen. Und zwar möchte ich demnächst ein Spiel erfinden. Ich studiere ja derzeit auch Games Engineering. Und da habe ich mir einfach mal so vorgenommen, hobbymäßig neben dem Studieren noch ein kleines Spiel zu entwickeln. Wobei das Studium jetzt noch nicht mal richtig angefangen hat. Wo müssen wir hier eigentlich lang? Oh, okay, gut. Da hoch. Oh je, was haben wir denn hier? Elizabeth? Oh cool, was ist das denn? Hey, das ist doch dieser Roboter, den wir erst besiegt haben. Können wir jetzt sogar als eigene Statue haben, das ist ja echt schön. Wow, der sieht ja mal böse aus. Ja, der ist nur mal runtergefallen. Und los! In Ordnung! Das Spiel wird ein Horrorspiel werden. Und ich werde es mit Unity 3D machen, falls ich jemanden kenne, beziehungsweise ich habe noch einen Freund, der das auch machen wird. Wir haben uns da etwas vorgenommen und wir sind jetzt halt schon dabei, Storyboard zu schreiben und alle möglichen Sachen schon mal vorzubereiten, damit wir dann schön einsteigen können und das Spiel dann am Stück fertig bekommen. Kommen wir hier hoch? Ups. Ja, wir kommen hier hoch. Ich dachte schon, wir wären jetzt... Bedarf? Auf jeden Fall, vielen Dank. Ja. Na gut. Dann gleiten wir mal weiter. Noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Ups. Jetzt hätten wir beinahe das Abspringen verpasst. Ich werde mir demnächst, habe ich eigentlich schon in einem anderen Teil gesagt, aber... ich möchte eigentlich, sobald es geht, ein neues Headset haben. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, beziehungsweise nicht Headsets, was passiert jetzt? Irgendwie kommt es mir vor, als wären wir hier schon mal gewesen. Oh je. Wow, fliegt doch nicht weg. Ich danke dir. Ups. Oh, ich habe eine bessere Idee. Oh ja. Leider alles. Das hätte mir, glaube ich, eher einfallen können, aber okay. Und um mich nochmal zu korrigieren, ich meinte nicht Headset, ich meinte ein richtig schönes Standmikrofon. Damit wir hier auch schöne Soundqualität haben. Mach den einen Kopf kürzer. Und ja. Also falls ihr da ein gutes kennt, könnt ihr mir gerne eins empfehlen. Ich habe zwar schon eins auf dem Radar, sage ich mal. Was ist das hier für eine Ladezone? Können wir einfach mal schauen, was sich ergeben wird. Und ja, ihr werdet schon sehen. Und wir werden sehen. Und ich werde sehen und wir werden alle irgendwas sehen. Okay. Sie sind alle weg. Mit dem Scheiße-Gelaber. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal richtig gut an hier, etwas Fortschritt zu machen. Indem wir nicht dieses Kopfkino angucken. Oh, ein Automat.
Schadensboost. Für. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ist das der das ist der Karabiner, okay. Gut, na, eigentlich brauchen wir das nicht. Mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Hier ist etwas Geld. Okay, hier. Ja. Yeah. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Das ist was für dich. Okay. Ich glaube, ich hätte da vorher gucken müssen, weil jetzt haben wir 3 Lockpicks, glaube ich, geopfert. Ja. Wo auch immer wir die her haben. Oh. Hier ist irgendwas. Irgendwas klackt hier. Ach, das ist die Uhr, okay. Ich dachte schon fast, das wäre so eine Upgrade-Station. Hm. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Nicht so aus. Okay, das wäre aber auch fies gewesen für die Leute, die gedacht hätten, dort wäre wirklich so ein Upgrade-Trank dahinter. Kann man das nämlich von hier hören? Ja, man kann es von hier hören. Okay, das ist schon etwas fies. Aber so ist das Leben. Okay, da haben wir noch genug Munition drin. Was haben wir denn hier? Ein Karabiner. Naja. Ich bin ja nicht so der Karabiner-Fan in diesem Spiel. Weil ich so schon nicht gerade gut zielen kann. Und ja. Da brauchen wir das Ganze nicht noch etwas schwieriger machen, als es schon ist. Okay, wo müssen wir hin? Könnten hier hochgehen und wieder hier runterspringen. Was uns das gebracht hat, weiß ich selbst nicht. Aber oh. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen, Booker. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden, falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Wo drüben? Oh nein. Hallo? Hallo, hallo. Gnade ist Sache des Herrn. Ich habe eine Idee. Perfekt. Können wir uns hier einfach mal vorbeischleichen? Wiedersehen. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Entschuldigung, dass wir dich unterbrechen, aber ich würde kurz mal gern etwas upgraden. Die Krähen, die haben wir schon lange nicht mehr genommen. Immer wieder zurück. So. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Zu meiner Familie? So. Hm. Wie hier, machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Ah, Bücher über Physik und so. Was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen, und dem, was ist. Gehen wir doch einfach mal hier oben hin. Mal schauen. Aber klar. Ob wir dort oben irgendwie hinkommen? Folgen wir einfach mal dem Gleis. Sehen wir, wo wir hinkommen. Ah, was haben wir denn hier? Ups. Das wollten wir nicht nehmen. Salze sind voll. Ach so, okay. Was ist das? Na dann. Hier. Deckung, aha. Wir können uns also eine Deckung erschaffen. Aber was bringt die uns? Naja, gut. Sieht
aus, als würde man hier einen großen Kampf haben. Ach so, was mir noch einfällt. Und zwar ist mir gerade, beziehungsweise mir fällt es öfteren auf, dass ich nicht viel Sachen zum Reden habe. Wenn ich mal etwas zum Reden habe, dann werde ich unterbrochen, aber das ist auch nicht so schlimm. Es geht mir auf jeden Fall darum, dass ich über etwas rede. Ach so, hier sind wir wieder, okay. Über etwas rede, was euch auch interessiert. Also wäre es schön, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben könntet, beziehungsweise ihr schreibt mir eine persönliche Nachricht, wie auch immer. Was ihr gerne als Thema hättet, während ich Let's Play, falls ihr so etwas haben möchtet, oder wollt ihr einfach nur dieses ganz normale Kommentieren nebenbei. Das könnt ihr selbst entscheiden, aber schreibt mir bitte ein Feedback und gebt mir auch Nachrichten, denn ohne die komme ich nicht ganz, kann ich euch nicht ganz helfen, sage ich mal so. Mir auch nicht. Ja gut. Was haben wir denn jetzt erreicht? Ach so, wir können hier den Schalter umlegen. Na gut. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Vater, Prophet, was immer sie sind. Ich gehe und sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Oh nein. Ich hab's schon gehört. Ach so, wir hauen dann mal ab. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Raketen, Vorsicht! Oh je. Ich glaube, ich weiß noch den Weg zu dem Scharfschützenmesser. Ah, hier oben. Okay, perfekt. Los, mach! Kommt! Na, dann kommt doch mal her, ihr Leutchen. Wow. Ja, wir können nicht mal ran, so mit dem Gatling Gun. Na gut. Mist. Aber wir hatten doch hier das Scharfschützen, ja? Boah, das war sogar ein Kopfschuss, ich glaub's nicht. War natürlich alles Skill. Warum schießt eigentlich mein Geschütz nicht mehr? Es ist kaputt, alles klar. Los! So, was haben wir denn hier? Verbandskasten. Oh, schnell weg hier. Hier irgendwo ein Geschütz. Irgendetwas, was uns helfen könnte. Oh, mein Waffenautomat. Wow, no scope. Warum lade ich jetzt eigentlich nach? Wo ist er? Frag mich, ob wir da hochkommen. Jetzt mal lieber nicht. Nichts finden. Wow. Oh, was ist denn mit dem falsch? Nett. Munition, ja, da war mal ein schöner Ausflug. Okay, das haben wir dann noch. Oh je. Geschütz, helf mir! Komm schon, Geschütz, tu etwas. So, das dürfte es für ihn gewesen sein. Patriot? Oh je. Was? Der kann sogar bis hier hinschießen. Au. Aber okay, so viel zieht er. Oh, er zieht uns doch schon eine Menge. Oh, das war der Typ. Und der hier auch. Brauchen wir eigentlich Leben? Ich
Ach, der wird tot sein, bevor er überhaupt angekommen ist. Braucht mehr Zeit. Ja. Perfekt, wir brauchen keine Zeit, es sind alle tot. Schätzle. Oh. Boah, war ja mal einfacher als gedacht. Aber gut, dass wir uns das vorher alles angeguckt haben. Ich glaube, ohne dass er dich gar nicht gewusst, Entschuldigung, für was ich hätte machen müssen. Ja, okay, ich stehe, schmiere. Bitte. Okay, es kommt niemand. Perfekt. Ja. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Gut, wir sind angekommen. Hatten ein schönes Gespräch mit dem Fräulein. Sehr schön. Ich glaube, wir stehen uns jetzt etwas näher. High five. Ach, schade. Und dann sollte sich die Tür mit Zauberhand öffnen, ohne dass ich irgendwas drücken muss. Nämlich genau. Jetzt. Haha, ich wusste es doch. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht weg, weil wir müssen ja irgendwie nochmal runterkommen wahrscheinlich. Oh. Mal das Treppchen runter. Hallo? Ja, komm mal runter. Komm mal runter. Warum kommen die nicht runter? Was ist das denn? Das ist aber schon etwas doof irgendwie. Wenn die nicht runterkommen, dann... Nein, andere Seite. Leute, hier, kommt hier runter. Kommt mal runter. Das gibt's doch nicht. Muss ich jetzt extra hochkommen hier? Okay, da können wir mal kurz in den Laden hier schauen, während die beschäftigt sind. Wir wollen Schrottflinte. So, looten und leveln, das gehört dazu. Game One, vielen Dank für dieses schöne Lied. Push. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Haha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Okay Leute, ich finde, das ist eine gute Stelle, um hier mal Schluss zu machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bitte erinnert euch an das Feedback. Da wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Und wenn euch dieses Video bzw. die weiteren Videos oder die Videos davor gefallen haben oder werden, dann bitte ich euch, abonniert mich und dann werdet ihr noch mehr bekommen. Und drückt mir noch ein dickes Like rein, was auch immer mir das bringen mag. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dort mal eine Zahl mehr als 0 oder 1 steht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen!